Ich habe einen großen Zugang dazu gehabt, dass ich schon in den Jahren 1980 bis 1989 herum war ich fast jedes Wochenende mit dem Fahrrad im Nationalpark und habe eine sogenannte damals Dia-Schau zusammengestellt. Dieses Dokumentieren hat mich mit diesem Gebiet eigentlich sehr vereint. Ich bin eigentlich da herinnen in allen möglichen Steigen und Wegen unterwegs gewesen und habe dadurch auch zu allen Jahreszeiten das Gebiet kennengelernt und auch lieben gelernt. Am Anfang waren ja sehr große Begehrlichkeiten, ganz was anderes aus dem Nationalparkgebiet zu machen. Und in den 80er Jahren hat sich da eine Handvoll Umweltaktivisten bereit erklärt, wirklich für dieses Gebiet zu kämpfen, damit ein Nationalpark, aber auf jeden Fall ein Naturschutzgebiet entsteht. Und heute haben wir das große Glück, dass es ein Nationalpark geworden ist und dass wir eines der größten Wildnisgebiete in ganz Österreich, aber teilweise sogar in Europa besitzen. Es sind Forststraßen wieder rückgebaut worden, sodass wirkliche Gebiete entstehen, die man als echte Ruhezonen bezeichnen kann, wo das Wild Ruhe hat, wo der Wald, wo einfach die Natur sich selbst wieder überlassen ist. Meine Lieblingsplätze sind die Schluchten im Nationalpark, weil die so gravierende Naturschönheiten sind. Also eine, die ja jeder erreichen kann, ist der große Bach, die große Schlucht, wo der Triftsteig entlang geht. Oder der Bodingraben von Mollen reinkommend, das ist auch eine Landschaft, die dem Graben ja den Namen gibt. Bodinge sind ja Bottiche, die vom Wasser ausgewaschen wurden. Und an diesen Bottichen entlang zu wandern und dann raufzukommen auf die Ebenforstalm und dann höher auf den Trempel, das sind einfach Erlebnisse, die unvergesslich sind. Ich glaube auch, dass je moderner und je technisierter unsere Umwelt wird, der Mensch immer mehr nach ruhiger Natur Ausschau hält und richtig Sehnsucht hat danach. Nur wenn man langsam durch solche Gebiete streift, sieht man auch was, hört man auch was und kann es auch wirklich erleben. Die Ruhe in diesem Gebiet ist fantastisch und es gibt viele andere Nationalparks, wo ein richtiger Touristenrummel passiert. Bei uns ist das Gott sei Dank noch nicht so. Für mich war es immer am schönsten, wenn ich durch das Gebiet ganz allein gegangen bin. Dann habe ich Plätze aussuchen können, wo ich mich einfach einmal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde niedergesetzt habe und habe dann einfach die ganze Gegend, die Geräusche, den Duft auf mich einwirken lassen. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die eben wirklich Ruhe suchen, dass die genau das Gleiche empfinden. Und wenn wer noch die Fähigkeit hat, Ruhe zu genießen, dann ist er in diesem Gebiet ganz richtig.